haben's geschafft. Zum Jubeln ist es zu früh. Alter Griesgram. Lachst du auch mal? Lass das mal zu. War nur ein Spaß. Seht. Ach du Scheiße! Was ist das denn? Aber was ist das? Wovon reden Sie? Ja. Verstehe. Es ist alles vorbereitet. Was sollen wir tun? Sie schnappen. Diese Viecher. Schon wieder. Ja. Ich frag mich, was passiert ist. Ich mich auch. Hoffentlich ist Wedge nichts zugestoßen. Es geht ihm sicher gut. Da. Wer? Verdammt! Weg hier! Ja! Und damit, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake mit mir, dem Shardox. So, dann wollen wir mal. So, wie kann ich beschleunigen? Mit R2, gut, alles klar. Let's fetz!
So, das Kampf kommt. Distanzkampf L1. Wie mache ich das? Wie schieße ich? Ich drücke L1, nichts passiert. Ah. Maybe ja. Now? Ach, keine Ahnung. So klappt's besser. Zuwiderhandeln wird mit Gewalt beantwortet? Like I care! Ja, ich achte ganz gut auf die Schusslinie. Aber ich weiß gerade absolut gar nicht. Ach, Sturmklinge kann ich usen. Oder? Ich verstehe es nicht ganz. Irgendwie ist gerade nichts passiert, obwohl ich Sturmklinge geused habe. Wie lange dauert das denn? Distanz? Wie kann ich denn wieder in den normalen? Ah, jetzt bin ich wieder im normalen Modus. Never mind. Sehr, sehr gewöhnungsbedürftig hier das Ganze. Hier, Driftattacke, Leute. Woo! Ah, den muss ich hier aber auf jeden Fall auch noch kaputt machen, oder? Safe. So, mach kaputt das Ding da. So, gleich haben wir wieder unsere Drift-Attacke ready. Da können wir vielleicht irgendwas machen. So, weg mit dir. Easy. Aber ich komme zum Verrecken nicht dran an das Lastfahrzeug hier. Oh, yeah. Ich habe es damit gehittet sogar. Naja, solange es meinen Leuten gut geht, ist alles gut. Ah, ich verstehe. Ich kann aber auch nur alle 100 Jahre gefühlten Distanzangriff nutzen. So, der ist schon mal down. So, Distanzangriff und Sturmklinge. Jawoll. Und unsere Mates geben uns sogar Tipps, wenn ich mal wieder 100 Jahre in der Schusslinie dran stehe, aber das ist mir natürlich völlig bewusst. So, Tschüssikowski. Sag mal, kurze Frage, meine lieben werten Freunde. Wie findet ihr eigentlich Rufus? Also, wie findet ihr seine Kleidung, wie er aussieht, seine Stimme? Sagt mir das mal bitte. Soll ich euch mal etwas sagen? Ja. Und eure Meinung soll ganz unabhängig von meiner sein. Es ist alles gut. Jeder hat so seine eigenen Geschmäcker. Aber ich finde tatsächlich, dass Rufus Code, was er da anhat, finde ich, sieht erstmal nicht so nice aus. Und das Zweite ist, deine Stimme gefällt mir auch nicht so gut. Ich frage mich, wie das bei euch ist. Deswegen sagt's gerne. Ich würde es sehr, sehr gerne wissen. Schreibt's bitte in die Kommentare, Leute. What? Moment. Muss ich das Viech da kaputt machen? Wahrscheinlich, ne? Gib Gummi! Lol, wenn ich mehrmals R2 drücke, kann ich, glaube ich, noch mehr Speed aufbauen, oder? Ne, er kommt mir nur so vor, glaube ich. Ich komme da nicht ran, so. Nein, ich mache auch nicht schlapp. So, easy. So, wer will jetzt noch, hä? Huh? Eine Motte? Das ist doch eine Motte. Mottending. Okay, one moment, please. Easy. Okay, wartet mal. Das Ding, das schmeißt uns Dis in die Fresse. Oh Gott, jetzt ist, glaube ich, Kontakt nicht gut. Okay, blocken. Weiß Bescheid.
So, wenn ich gleich nochmal ganz, ganz nah dran bin, mache ich mal Drift-Attacke. Und guck mal, was passiert. Oh mein Gott, kann ich das auch blocken? Let's try. Ich will nur checken. Das geht? Was? Man kann es einfach blocken? Easy. Oh Gott, das ist auf jeden Fall meine Chance, die ich hier wittere. Oh, easy. Einfach parryen mit R1. Easy game. Ja, wenn das Ding nicht ständig vorgehen würde, wäre das sogar tatsächlich sogar ein klein wenig einfacher. Jetzt schmeißt er wieder seine Discs. Krass, wie nützlich das einfach ist. Oh, blocken. Ups, habe ich irgendwas verpasst? Ey, mach mal keinen Scheiß hier. Hier, ich block den mal. Ich habe gleich Drift-Attacke ready, alles gut. Der muss nur zu mir kommen und alles wird gut. Ach, da oben vorne ist er. Okay, einen Moment. Ja, klasse. So, das komische andere Ding da. Entweder kommen wir da schnell hin oder wie machen wir es? Oh ja, gleich sind wir da. Kriege ich es mit dem Beschleunigen nicht hin oder macht das Spiel das einfach absichtlich? Dass die Gegner mal ultra schnell sind. Und dass man die kaum catchen kann. Ich schätze mal ja. Ging mir nie besser, Bruders. What? Achso, ich darf jetzt einfach hier weiter mit denen fischen. Okay, gar kein Thema, denke ich. So, bremsen geht auch fit, oder? Ich bremse mal ein bisschen ab. Dann gebe ich wieder Gas. Schöne Balance muss das sein. So, da und da. Okay. Hey, easy. Weißt du, so, wenn man sieht, wo die Explosionen aufkreuzt, dann ist es eigentlich relativ einfach, das auszuweichen. Wäre zumindest einfach, aber irgendwie verkacke ich es dann trotzdem so ein bisschen. Aber wisst ihr, was das Remake gut macht? Es spielt wunderbar mit der Nostalgie der Leute. Wirklich. Weißt du, die Soundtracks, die sind einfach epic einfach. Da kann man machen, was man will. Die sind einfach geil. Und man hat einfach so ein schönes, wohliges Gefühl auch, wenn man das Ganze, wenn man das Remake spielt. Weil irgendwo kennt man das Ganze schon. Es ist irgendwie anders, aber irgendwie kennt man es, ne? Es ist schon irgendwie echt geil. Ich frage mich, wie das Game auf Leute wirkt, die noch nie Final Fantasy VII zuvor gespielt haben. Also jetzt, ne, 20 Jahre nach dem Release von Final Fantasy VII, sieht das Game halt übelst outdated aus. Wie sieht das eigentlich in 20 Jahren mit diesem Game aus? Kann dieses Game überhaupt wirklich outdated aussehen? Es wird auch so gut aussehen in 20 Jahren. Was ist das?
Ich habe das ganze Gefühl, wir haben die Moiren oder Moiren als Schutzengel quasi. Und die geben mir so ein ganz, ganz komisches Gefühl gerade. Die schützen uns nämlich gerade immer vor dem Tod. Ja, meine ich ja. Natürlich, selbstverständlich, klar. Oh, so im Eifer des Gefechts, finde ich, ist es ab und zu ein bisschen schwieriger rauszuhören, ob gerade Red 13 spricht oder Cloud. Gut, dass es Untertitel gibt, wo der Name extra noch steht. So, wie hieß der? Motorball, right? Okay, Motorball. Let's fetz! Aua! Komm, los! Auf da! Muss den Gegner kurz ein bisschen studieren. Okay, da gehe ich mal weg. Okay, wunderbar. Ist das eigentlich eine Schockleiste, die ich da sehe? Oder was ist das? Easy. Okay. So, jetzt nochmal die Drift-Attacke gleich rein. Hä, ich mach doch nicht schlapp hier. Ich bin hier gerade auf Hochtouren. Oh yeah. Wir haben ihn im Schock. Umso besser. Junge, den Schock, den treiben wir jetzt aber gerade ganz gut. Ja, was macht er jetzt? Oh mein Gott, Fire in the Hole, Leute. Ist der Kampf jetzt rein auf dem Motorrad gegen das Viech? Oh, Jesus Christ, was soll ich machen? Sieht irgendwie böse aus. Hätte ich da bremsen müssen vielleicht? Vielleicht schon. Wir schocken das Ding gleich wieder. Sieht gut aus. Brems! Ich habe das Gefühl, ich habe trotzdem Schaden bekommen. Do it! Fuck, mein Leben ist gerade very bad. Dafür wir sterben nicht. I need healing! Oh Gott. What comes now? Irgendwelche komischen Blitzkugeln, die wir ausweichen müssen? Alrighty. Oh, warte mal. Ist dein Rad fast kaputt oder was ist das? Jo, bestimmt. Leute, bestimmt. Klar. Of course. Und wie soll ich das Ding jetzt angreifen? Darf ich? Oh shit, Alter. Mein Leben ist noch gut. Los, Drufter! Drufter! Alter, 400%? Was geht ab? Aber mein Leben sieht nicht so gut aus. I'm honest. Hä? Wie, das war's? Inwiefern? Oh, na toll. So, vielleicht mal kein Vollgas. Ich sehe nichts, wenn Cloud sein Schwert so hält. Kann das sein, dass ich jetzt eine Seite fertig habe? Sieht ganz danach aus, oder? Oh, shit.
Gib Gummi Cloud! Ich weiß nicht, wie das mit meiner HP aussieht, ob das irgendwann mal besser wird in meinem Leben oder nicht. So langsam nähert sich das Eichhörnchen! TP niedrig! Ach was! You don't say! Oh shit! Brems! Jetzt Gas geben! Gas, Gas, Gas! Oh Gott! Oh mein Gott! Block! Block, 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 block! Jetzt drauf da! Drauf da! Okay. Ich will nicht verkacken. Bremsen. Das sieht gut aus hier. Meine HP ist richtig im Arsch. Ich glaube, wir werden trotzdem verkacken. I tried so hard. But lost! Ich krieg das... Ich weiß nicht. Wenn er anfängt zu schießen, ist eher das Problem. Das ist mein Problem. Ich weiß aber nicht, wie ich das machen soll, wenn er schießt. Dann verliere ich einfach viel zu viel Leben. Aber jetzt bin ich ein bisschen besser. Oh Gott. Ah, das war's, Cloud. Das war's. Ah, komm schon. Boah. Jesus Christus, Abraham und Lincoln. Wo bin ich jetzt? Anfang von diesem Fight? Alter, das dauert ja so lange, die Passage. Holy moly. Okay. Once again, Leute. Aber jetzt sind wir besser vorbereitet. Haben wir trotzdem schon 5% HP weg. So, jetzt machen wir den fertig bis zum geht nicht mehr. Ja, ich habe gedacht, ich würde mich zwischendurch heilen oder das wäre halt nur so ein kleiner Teil des Race. Und wir würden irgendwann vielleicht gegen ihn kämpfen oder so, aber hey. Kann ich ja nicht wissen. Frag mich, ob ich der einzige Lappen bin, der das nicht First Try macht. Ja, komm, greif an jetzt. Ich drehe mich mal auf die andere Seite. Mal gucken, was er davon hält. Vermutlich wenig. So, jetzt gehen wir direkt wieder zur anderen Seite. Und so trollen wir den jetzt übelst hardcore. Okay, ich glaube, so ist das ganz gut. Okay, das haben wir auch gut gedodged, muss ich sagen. No problem. Nur das mit den Schüssen weiß ich nicht genau, wie ich das dodgen soll. Das ist noch so ein Buch mit 7 Siegeln. Das letzte Rad ist hier kaputt, oder? Nur die, die leuchten, die sind irgendwie heile. Kann das? I don't know. Ich habe keinen Plan. Es sieht fast danach aus, ne? Wir müssen, glaube ich, alle kaputt machen. Let's try. Oh ja, das geht bestimmt. Jetzt der vordere. What? Ich wurde davon gehittet? Please, what? So, mach kaputt das Ding. Jawoll.
So, jetzt drauf da. Boah, dieses Mal scheinen wir den ja richtig zu rippen. Schön bremsen in solchen Momenten und dann wieder Gas geben. Ah, jetzt kommt dieser Donnerkack mit den Blitzkugeln. Da einfach ganz normal voiden. Achso. Wir können natürlich zwischendurch mal den hier machen. Oh, aber da reinfahren ist natürlich nicht so smart. Ist nicht zu empfehlen. So, bin endlich dran. Bin da. Wer noch? So, die Seite haben wir durch. Da würde ich direkt zur nächsten Seite gehen. So, und jetzt die Drift-Attacke. Easy. Und die Prozente, die gehen so hoch. Und gleich nicht vergessen zu bremsen. Und Gas. Und da kommen wieder wahrscheinlich die Kugeln, oder? Okay, ein bisschen Schaden konnten wir machen. Boah, diesmal schaffen wir das easy peasy. Gar kein Problem. Und irgendwann mal haben wir das Ding auch eingeholt. Ah, da sind wir schon. So, diese Schüsse, gut, da machen wir nichts. Die sind halt so. Die sind einfach da. Ah, bremsen. Und auf die andere Seite hacken. Am besten eine Drift-Attacke. Und wir müssen unbedingt auf die andere Seite. Und das letzte Rad eben schrotten. So, und jetzt finishen. Na los, durchhalten! Komm schon! Wir nehmen den Kopf, verstanden! Yeah, Leute, das war Spitzenklasse. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir an diesem Punkt dann wohl erstmal ein kleines Päuschen. Mein Gott, schreibt es in die Kommentare, wie fandet ihr die ganze Aktion? Also ich fand es richtig, richtig cool. Also ich hätte auch kein Problem gehabt, nochmal gegen Motorball zu kämpfen. Aber ich glaube, der ist kaputt. Kann sein, dass es gleich Kaching macht und der ist wieder da. Aber ja, genau. Und Sephiroth sehen wir auch zwischendurch immer wieder. Das ist natürlich... Ha! Ne? Man muss ja auch immer den Bösen ins Gesicht... Also es ist wirklich so, oder? Im FF7 Remake, da wird einem Sephiroth immer wieder ins Gesicht geklatscht. Ey, vergesst nicht, dass Sephiroth und der ist krass, So ist das. Alles klar. Gut, wir machen diesen Punkt jetzt erst ein kleines Päuschen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.